Hat man gesehen. Da auf jeden Fall schon mal Dark. Dark. Erkis ist unterwegs. Bei uns bist du sogar noch da. Frag mich, wenn wir wirklich an der Klippe stehen und du ziehst. Ich glaube auch, die kann man nur in einer guten Gruppe bestehen. Hey, was ist so kalt gerade? Ah, jetzt kann ich mal mein neues. Kick! Wo ist denn die Bahn? Leute? Oh, kriegst du dich in der Gruppe drin auf? Scheiße. Warte. Die Kanonen kann man irgendwie nicht richtig verbinden, okay. Den Kanon. Ja. Nein, er meint Killer. Okay, das war's. Fragen okay. Wir. Zu Weg nur zwei. Ach, das ist schon. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Ja, eigentlich. Atrium ist so weit entfernt. Informieren Sie den Commander, dass Lord Vader Sphäre eingetroffen ist. Ich fühle seine Nähe, mein Imperator. Leider beurteilt der Imperator die Situation nicht ganz so optimistisch. Und er ist äußerst ungehalten darüber, wie langsam sie hier offensichtlich vorankommen. Er hat wieder recht. Den sollte man sich gar nicht alleine angehen. Egal, auch wenn man sonst wohl meint, das könnte man vielleicht eventuell schaffen. Wir haben ja zu 10 noch Probleme. Wir haben ja zu 10 Probleme, dies fiel ja so an. Er ist sehr stark geworden. Nur mit vereinten Kräften können wir die Landung an Seite der Macht. Lord Vader, alles entwickelt sich so, wie ich es vorausgesehen habe. So, da sind wir wieder und es geht gleich wieder weiter. So, jetzt können, wir loslegen. Ich glaube, wir sind alle da, ne? Gut. Dann ruft mal den Weltenboss. Den Weltenboss. Dann wollen wir mal. So. Dann haben wir noch andere Healer. Okay, ich hoffe einfach mal, dass das Healer sind. Das teilweise, ja. Ich glaube, es sind keine Healer. Ich bin nämlich, glaube ich, kein Guter, wie man letztens gesehen hat. Da. Ja. Oh, der kommt jetzt auf mich zu. Nein. Da, ich habe wieder den Bug. Also ich werde auf jeden Fall von jemandem. Ja. Wir brauchen halt jemand, der im Hintergrund dann ein bisschen heilt. Dass man die Leute, die jetzt hier gerade vorne sind, heilen. Ja, war so halt nicht gerade. Oh, Alter! Danke. Gut. Ich brauch Heilung, ganz dringend. Jawoll.
Aber wir haben ihn schon auf 70% gleich runter. Ist auf jeden Fall, läuft auf jeden Fall besser als vorhin. Ja. Wow, jetzt bin ich betäubt. Nur. Aber sieht gut aus. Aber jetzt den können wir schaffen. Brauch Heilung, Heilung. Oh, 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 hier ist noch jemand da, der gar nicht da war. Oh ja. Jawohl, danke. Die Turnier halten, sehr schön. Ja, ich auch. Und platziert. Sehr gut. Nice. Ich schaue gerade auf meine Tastatur, deswegen. Ja, also anscheinend ist das da vorne ein Tank irgendwie bei der. Der Looney X. Tank. Oh. Hier ist gerade fast einer schon tot. Army. Army ist ja was. Naja. Ja, ich könnte halt nicht heilen. Okay. Ah, das kriegen wir alles hier hin, also das boah, ist kein Problem, wir, guck mal, also der Tank, auf 21%. Oh, 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 unser Tank ist tot, oder der Tank ist tot. Wo ist der, wo ist der? Hier vorne. Ja, warte, das Viech muss da weg. Kann ich rehren? Ja, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ja, der dreht sich glaube ich auch nicht auf. Ja, warte. Ich brauche auch Heilung, auch Heilung, schnell, so Heilung, Heilung, Heilung. Das bin ich weg. Ich bin weg. Ja, warte. Zu spät. Außer man kann sieht gut aus hier. Ja, wir sind okay. Oh, der ist gleich weg. Der dürfte gleich weg sein. Ja. Also, das schaffen wir auf dem Wahlemann. Jo. Jawohl. Super. Macht ihr den Dude auch wieder da? Ja, machen wir. Super. Also richtig schön. Den haben wir doch geschafft. Na. Schade, nichts gekriegt. Oder? Nö. Ah ne, es ist noch mit Passen und Bedarf. Okay, schon. Ich glaube, das wurde schon ausgewürfelt. Ja, erstmal hier. Als gewürfelt, okay. So, jetzt zonen wir. Gut, jetzt ist die Frage, was kann man jetzt noch machen? Als große Gruppe? Noch ein Weltenboss? Noch ein Weltenboss? Was meint ihr? Auf einem anderen Planeten? Warte. Ich würde sagen, Hot. Auf Hot können wir auch. Können wir auch. Jupp. Da war ich noch nicht. Gut, dann alle mal nach Hot. Hot. Passe. Ja, aber da ist auch ein Weltenboss. Warum fliegt ihr alle? So, ich werde per Schnellreise erstmal zum Raumhafen. Der scheiß Raumhafen. Da hinten, oder? Bei Mos Eila, oder? Ja, für uns Mos Eila. Für uns ist es hier auf Mos Eila. Die anderen müssen nach Angkor Head. Nee, bei der Treibsandkantine ist doch viel näher. Ja. Jetzt nach Hot, oder was? Jo, wir fliegen jetzt alle nach Hot. Hot. Und dann oh, hier war noch ein Sys-Command. Den habe ich... Der war es... Ja, also alle nach Hot. Und dann weiß aber nicht, ob machen wir den dort den Weltenboss. Das müssen wir schaffen. Vasos ist raus. Welchen? Da gibt's zwei, ne? Ja, wir nehmen den, na, diese Katze. Katze? Bei der Kristallwüste? Ja, genau. Wie heißt denn die Katze da nochmal? Die hat doch... Weiß ich jetzt, aber die weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass es zwei gibt. Aber weiß, wen ich eigentlich meine, ne? Genau. Ich hab mal nachgefragt in der Gilde gerade mal. Ja, sehr gut. Oh, Junge! So, denkst du irgendwann zurück, Alter? Ich hol mir auch irgendwas, womit ich dich nerven kann. Ja, die Katze, die wollen wir auf jeden Fall versuchen. Im Kristallmeer. Ja. Aber es sind jetzt zwei weniger wieder, ne? Wir müssen... Also Garobak ist anscheinend... Ich weiß nicht, ob der jetzt noch mitmachen will. Du kannst ihn mal anfragen. Ob er nach Hot auch will. Mit uns. Ich denke mal, wir sind so eine gute Truppe. Da schaffen wir doch den Hot auch noch. Auf Hot.
Meine Katze nickt, also dann schaffen wir das. Wenn meine Katze nickt, dann geht das. So, jetzt geht's auf nach Hot Hot Hot. Daumen ist Padilla, kannst du mal reinziehen. Oder so. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre hier nur Raum. Nee, den habe ich im anderen. Im anderen. Server habe ich den ja so gemacht, dass du nur da rein kannst. Bei Admins halt. Ja, ich kann niemanden in die Gruppe holen, das müsst ihr machen. Ich muss erstmal nach Hot. So, ich fliege auch nach Hot, kein Problem. Ich finde ja die Animation immer so schön. Auch wenn man so auf diese Planeten zufliegt, ne? Das sieht auch immer geil aus. Hat was. Aua, die WhatsApp-Gruppe geht ja steil, würde ich sagen, ne? Wieso? Bauen Power. Ja. Haben gut geschrieben da, ne? Ich hab keine Lust auf Hoss, ey. Lass diesen Planeten, ey. Bleib, weil ich da auch gerade noch bin. Ich muss die ganze Zeit hin und her, ey. Das ist so riesig da. So, einmal nach Hot bitte reisen. Belsaris? Belsaris machen wir irgendwann. Oh ja, wir können auch irgendwann mal nochmal Belsaris machen. Der Garo-Bug macht noch mit einer Runde. Super! Ja, eine Runde Weltenboss machen wir noch und danach ist dann auch gut für heute. Würde ich mal sagen, oder? Lalala. Warte mal, wo genau war denn der da nochmal, dieses Kätzchen? Das war. Welcher, wie heißt denn dieser Außenposten da nochmal für uns? Kriegen wir gleich raus. Da kriegen wir hin. So. Tschüss. Tja, es geht auf nach Hot und da wird. Oh, ich hab da irgendwas gekriegt. Cool. Nextlauf. Brauch ich nicht. Geil. Oh, ich hab hier eine Mission. Ah, ne. Ah, falsche Richtung. Von dir, Mone. Hier ist ein. Sag mal, seid ihr in einer anderen Instanz? Ich bin Hoth 1. Jo, ja, macht mal einer mich mit zum. Hier zum Anführer der Gruppe, bitte. Kador, Kador, klick mal auf meinen Namen, mach mich mal zum Anführer, dann kann ich mich einladen. Ah, jetzt bin ich kein, Ja, ich mach dich aber zum Dings. So, Gruppe. So, jetzt hab ich dich zum Stellvertreter gemacht. In die Gruppe einladen. So, uns will nämlich noch jemand helfen. Oh ne, nicht diese Scheiß. Fahrstühle, da sterbe ich immer. Warum denn? Bring da immer aus Versehen runter. Da kann man, bei dem Ding kann man nicht sterben, bei dem. Doch, wenn der Fahrstuhl unten ist und du rennst zu weit. Los, zerquetsch ihn! Hat jemand bei durch. Uns? Hat jemand bei uns im TS keine Speak-Rechte? Oh nein, ich wollte ihn! Hast du versucht, hast du versucht! Was? TS-Rechte? Wieso was? Ah ja. So, Luniex ist mit drin, super. Warte. Ach so, hier ist dein Name. Dein Name. Ach da, ja. Talk Power vergeben, jawohl. Hammer. So, wo ist denn dieser. War doch immer Weltenboss-Katze. Jo, wir gucken gleich. So, hallo! Ich glaube, jetzt müsstest du reden können, ne, Padilla? Hallo? Ich weiß nicht, hört er uns? Ich guck mal auf wegen Lautstärke. Ja, er müsste uns hören. Padilla, kannst du uns hören? Uns hören? Luniex?
Kador, kannst du das? Okay. Kann ich. What? Achso, wo ist denn jetzt der... Du Cheater, hier sind Cheater unterwegs. Ja, ja. Angezeigt. Phrasengang. So, mal gucken, wo sind wir hin müssen. Dann auch Phrasengang. Hier, guck. Voll geil. Ich glaube, das Dingsbumsmeer ist hier. Ne? Müssen wir mal gucken, ob du bei der Einstellung im TS dein Headset eingestellt hast. Oder ob das ausgestellt ist. Ah, doch, da kam gerade. Man schalt ein bisschen. Hallo? Oder du hast gerade was gesagt. Ja, jetzt. Ah, jetzt geht's. Ich hatte mich tatsächlich. Ich glaube, wir müssen zum Begleiter der Imperialen Garnison in den zerklüfteten Ebenen, ne? Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Wo auch immer das ist. Hattet ihr das eben eigentlich mitbekommen, dass ich euch irgendwie ohne eine Gruppe zu sein, Tatooine den Weltenboss abgetankt habe? Wie nochmal? Den Weltenboss auf Tatooine? Ja, genau. Ich bin da als Tank zwischendurch zugekommen, weil ich eben gesehen habe, dass ihr da gewiped seid. Wo müssen wir hier hin? Ich glaube, das ist da ganz außen der Außenposten. So, auf jeden Fall müssen wir mit zerklüfteten Eiswüsten da. Frostwake Außenposten oder was? Frostwake? Ja, ich gucke gleich mal. Also, ich müsste ja hier irgendwie. Jetzt bin ich bei den Drifthügel-Dings. Mal sehen, wo er mich jetzt hinlenkt. Ob ich richtig unterwegs bin. Ob sie richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Bing, scheiße, falsch. So. Okay. Wo seid ihr denn jetzt alle hin? Ich bin, glaube ich, einmal schon mal falsch gefahren. Ich bin schon alle, mal falsch. Alle irgendwo. Seid ihr alle autorisiert? Ich bin halt echt alle irgendwo. Zu welchen Außenposten müssen wir denn nochmal? Ich warte erstmal, bis irgendwie nichts. Wart jetzt, bis ich angekommen bin, dann kann ich euch sagen, ich hab das jetzt auch nicht. Ich meine, oder war das entweder der Tesh oder der Les? Ich glaube, der Les Außenposten war das, ne? L-E-T-H. Welche Außenposten waren das nochmal, wo diese Katze rumschwirrt? Ich glaube, da. Also, Luni hat da hinten eine Mission. Ach so, ja, ich hab auf der Flotte die Heldenmission angenommen, damit ich schneller nach Rot komme. Mhm. Ich hab hier auch überall Missionen noch. Oh, ey. Ich glaube, das war der Les. Ich glaube. Kannst gleich mal eben kurz googeln. Ja. Weltenboss müsste beim Les Außenposten auf jeden Fall gewesen sein. Ich schreib mal kurz allgemein, Chat, also ob jemand Bock hat. Ich fahre hier gerade an den Kristallebenen bei. Ja, dann bist du schon fast richtig. Station, ja. Wohin müssen die Jedis jetzt fahren? Gute Frage. Ich war noch nicht mit meinem Jedi auf Hot. Sonst wüsste ich das. Wir können das aber in Erfahrung bringen. Das ist kein Problem. Das bringe ich in Also Erfahrung. Ohne du meinst bei Frostwake Außenposten. Oder wo? An Außenposten, kann das sein? Ich guck gerade mal eben nach, das ist der Schneeblinde, heißt er, ne? Ja. Schneeblinde. Gletscherspalt in der Nähe müsste das sein. Zarek Außenposten. Ah, siehst du, sehr also gut. Also der ganz außen. Ich, ja? Dann wissen wir das jetzt schon mal. Was, welcher? Für die Jedi, ne? Oder wie jetzt? Also der Jedi-Kommando ist zu Zarek Außenposten. So, sehr gut. Und die. Also hier vorne vor mir ist die Kristallwüste. Und das ist am. Also die mit den großen Kristallen. Und das ist der Tesh-Außenposten für die Imperialen. Okay, der Tesh. Also nicht Frostwake. Okay. Ich fahr jetzt einfach mal schon mal los. Lash oder Tesh? So, ich hab noch jemanden gefunden, der. Renn mal einfach vor. Ich hab jetzt jemand noch dabei geholt. Mhm.
Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ich vergesse das immer wieder, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe Alzheimer. Ja, genau, der Tesch Außenposten, natürlich. Tesch Außenposten ist es. Genau, für die imperialen Tesch Außenposten. Bin schon auf dem Weg hin. Super. Also zum Weltenboss. Super. Ja, ich komme auch. Aber nicht alleine angreifen. Du leckst gerade wieder ein bisschen stark. Jetzt ein bisschen besser. Besser? Jo. Also ein bisschen hört man. Aber ich höre mich immer doppelt. Macht aber nichts. Ja, genau da zu diesen Kristallen müssen wir. Außenposten, ich war schon auf dem Weg. Ich mit dem Fahrzeug hin, warum mache ich nicht Schnellreise? Oh Gott. Ja gut, ich bin dann nachher da. In 5 Minuten. Ich war nicht einmal auf Hoff. Nee. Außer also super. Ja, ich mit dem Schau auch nicht. Ich hab den tatsächlich eben, wollte ich noch unten weg zu der Tokenart haben. Also ich sage mal, von der Landschaft her ist Hoff auf jeden Fall interessant. Und man kann viele Schneemänner bauen. So eine Schneeburg. Gegen Schneemänner hat man nichts. Jo, ich denke, hier ist es. Ja. Komm euch mal entgegen. Ich glaube, ich bin immer noch in der Fahrt. Das lädt aus dem Posten? Nein, ich bin da. Cash aus dem Posten. Ich glaube, ich Cash aus dem Posten. Cash für die Imperialen. Und für die Jedi ist es der andere. Heißt er anders. Wie heißt er nochmal für die Jedi? Hier bin ich. Einfach, ja, einfach hier in die Kristalle. Ja, Zetsch oder so ähnlich. Ja. Das kommt nicht. Darobak ist auch unterwegs. So, wir sind jetzt in der Nähe vom Gletscherspalt. No. Ist das richtig? Wie heißt denn hier die Gegend? Auf jeden Fall. Oh ja, Gletscherspalt, ja. Über Mission. Ja, da gibt's auch Missionen in der Nähe. Ja, klar, nee, Kampagnenmission. Weil ich... Oh, hier ist wieder so ein Riese. Ah, nee. Ja. Doch. Doch, da ist jemand von Jährling. Meiner Also der Ort heißt Kristallwüste. Ja, ich sehe auf jeden Fall Kristalle. Da ist auch schon der Weltenboss. Da versucht gleich einer, der heißt Shagoke. Der versucht jetzt selbstmordmäßig was zu machen. Ach nee, der macht hier die Helden 2 Mission. Ah, verstehe. Oh. Wenn er von der Helden 2 in der Nähe. Wenn er dem Weltenboss dabei zu nahe kommt, dann hat der aber Pech. Der Junge. Ich glaube, der ist Jedi, ne? Das Kommando, Jedi. Ja, das ist Jedi. Der ist. Bin fast da. Von der Republik. Nicht schlecht. Ja. Wo ist denn der? Der war hier. Der ist schon weg. Hier. Der ist nach spawnt da der hier, der Welt. Nein, ich meine den Weltenboss, oder? Ja, wo da von läuft dem? Er doch. Ich sehe ihn. Da hinten ist der große, der die große Katze ist das. Schneeblind hat nicht da. Nicht ran. Ja, nee, ich hab, die ist bei mir jetzt erst aufgetaucht. Also Schneeblind ist heftig. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ja, wir haben ja jetzt einen Tank, ne? Ja, wenn der Tank irgendwie noch hinkommt. Ich habe den Charakter tatsächlich eben extra für Tatooine, habe ich mir einen Tank angelegt, aus dem Instant 60er. Token und deswegen habe ich jetzt gar keine Credits. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwas aus dem Laderaum verkaufen kann, dass ich Credits bekomme. Ja, wir warten. Wir haben eben bei Tatooine auch ein bisschen länger gewartet. Ja, das ist kein Problem. Also. Ich habe hier was zum Verkaufen. Wir können ja nochmal im allgemeinen Chat auch nochmal schreiben, ob uns auch noch jemand helfen möchte. Wir wollen den Weltenboss auf Hot töten. Schneeblind heißt er, ja? 20.000 Credits. Blind. Wer will uns helfen? Mal sehen, ob mich einer anschreibt oder nicht. Hat gerade jemand gefragt, ob noch jemand in die Gruppe passt. Gibt nur 6, ne? Nö, wir können noch welche aufnehmen. Wir können noch welche aufnehmen. Kann hat wer von euch einen Operationsroboter zu heilen? Reparaturbot? Ja. Also es passen noch welche, ne? In die Gruppe, oder? Ja. Du kannst in der OP-Gruppe bis zu 20 Leute einladen. Ja, ja gut, weil der Polarjäger hat gerade nachgefragt.
Ja, dann lad ihn ein, also auf jeden Fall. Ja, er ist ja drin, aber er fragt wahrscheinlich, ob noch Freunde rein können. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Sollen die Namen sagen oder Namen, sollen dich anschreiben, dann die mit einladen. Ah, hier. Ich habe auch noch jemanden. Sehr schön. Ah, das wird gleich hier richtig schön voll werden bei mir. Oh, jetzt bin ich auch. Der hat den Namen reingeschrieben, ne? Jo. Hier nur einfach einen Stellvertreter, dann kann er doch selber einladen. Oder so. Ja, mache ich gleich mal. Mich mal von unten, dann sieht es aus, als ob ich so ein Speed. So, Polarjäger mache ich mal dann. Mache ich mal. Oh, warte, ich will nicht mal gleich ziehen. Ja, da sag ich ja. Ja, aber muss sichtbar sein. So, ich habe geschrieben, jetzt kann er seinen Freund einladen. Jawohl, da tanzen hier schon welche. So, Schneeblind ist da hinten. Wir wollen Schneeblind töten. So, wir sind jetzt schon zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mann, sind wir hier. Dann schon, und dann kommen noch welche von der Jedi Command, sind auch schon welche hier. Wunderbar. Das wird gleich hier ein großes Gemetzel, großes Vergnügen. Wird das hier. Aber wirklich. Schneeblind wird kleingehackt. Von uns. Aber sowas von. Der ist nicht leicht, also denkt ja nicht, den kann man so einfach mal so besiegen. Leider nicht. Also wenn er sich wegportet und der Schneesturm kommt, dann laufen alle auf einen Fleck. Das folgt den Hintergrund, je weit hier auseinander steht, desto mehr Schaden macht dieser Sturm. Ja. What the fuck, okay. Gut, dann sollten wir ein paar mehr Tipps kriegen, weil ich habe den noch nie angegriffen oder ähnliches, oder gesehen. Ja, wie gesagt, das ist das eine. Gut, das kann mal sein, dass der dann mal rumkickt. Der kommt gerade in unsere Richtung. Macht der noch? Ja, der ist noch weit genug weg, also noch brauchen wir nicht Angst zu haben. Noch so, Jedi-Command ist vollständig. Ja, super! Ja, super. Schön, die Jedi-Command ist auch da. Alpha-Command ist vertreten. Der kommt immer näher. Oh ja. Oh ne, der hat gerade jemanden am Finger. Der ist aber gleich weg. Oh. Seht ihr das? Der arme Kerl. Oh, der ist so tot. Der ist gleich Frühstück, ja. Ja, und so. Schon ist er gefrühstückt. Oh Gott! Weg hier, ein Stückchen weg. Ja, Schneeblind ist. Was hat denn der für eine Laufroute, Alter? Der ist ja riesig, die ist ja riesig. Der hat da hinten angefangen. Schreibt den mal an, ob er mit uns den Weltenboss töten möchte. Hier von der er steht da Jedi. Ziemlich schlecht, AFK. Zieh ihn mal zu dir. Wer? Ja. Du! Den Agenten? Der kommt über dir! Oh oh. Nicht ihn, ich meine Mann. Hier lang, jetzt müssen wir hierher. Oh oh. Kommt zu mir. Oh oh. Oh. Ja, puh. Alter, der rennt echt komische Routen, ne? Also er hat eine riesen Fläche zum Laufen. Was zur Hölle? Warum hab ich... Ich hab geklatscht. Jemand von der Jedi-Command, kann jemand den Shagoke mal anfassen? Der ist schon in der Gruppe. Ja, gut. Ihr könnt ihn auch einladen, gerne, wenn er möchte, in die Jedi-Command. Einfach auf sein Bild gehen, rechtsklick und dann auf Gilde einladen, in die Gilde. Falls er unsere Gilde möchte. Riser kommt, oder Rice, jawohl. Oder wie auch immer, wie man ausspricht, kommt Riser. Schneeblind. Oh, jo. Dann sehr dürfen schön. Wir eigentlich alle da sein. Muss da kurz was machen. Was sehr wichtiges. Gut. Oh, das wäre cool gewesen. Okay, jetzt können wir Schneeblind, glaube ich, anklagen. Auf gerade stopp. Warte, wer ist der Tank? Ohne ist AFK.
Ja, aber wer ist der Tank schon mal? Juni. Ich bin auch mit vorne an der Front, also immer die Heiler müssen uns heilen. Ja, ich muss Looney einen Dauerheal geben halt, weil der ja tanken muss. Ja. Warum ist der grau markiert? Weil jemand jemand angegriffen hat. Der kommt näher. Ja, der wird uns nicht angreifen. Aber dann kriegen wir kein Loot. Wer ist nicht? Haben wir noch nicht. Bereitschaftscheck? Ja, damit wir gucken, wer... ob alle ready sind. Okay. So aus, ne? Aber ich meine, kriegen wir jetzt überhaupt Loot, wenn wir den angreifen? Ich glaub nicht. Müssen wir mal gucken. Doch. Ja. Ich muss Looney dauer aktivieren. Wo ist Looney? Warte. So, yeah. Ja, jetzt geht's schneeblind an die Kragen. Aua. Ja, wir müssen mal... Wo ist denn der? Oh, jetzt alle auf den Fleck hier los. Er teleportiert sich zwischendurch weg. Ja, Leute, wir müssen einen markieren, der sich zu dem wir alle gehen dann immer. Am besten zu mir. Markieren. Ich kann jetzt, jetzt Looney holen. Ist er, ne? Da. Du bist weg, ne? Looney muss tanken. Ich bin weg. Bin gleich tot. Der ist unter mir. Gott, der rutscht voll weit zu mir, ey. Heile Witzstand. Unglaublich, ey. Ich hab hier irgendwie 8 FPS. Aber wir haben ihn jetzt schon mal 80% runter, das ist gut. Ja, der erste Versuch ist Halloween, war ja auch nicht der beste. Warte, wie viel Healer haben wir jetzt genommen? Ja, wir sind ja so. Nee, das laber ich. Also mit denen von der Helikomment noch raus sind wir 14. Okay, alle hierher, zu mir. Zusammenlaufen. Ja, alle rennen irgendwo hin. Ja, ich heile so lange. Sehr gut. Für meine Maus nicht. Da ist er. Jawoll. Der kriegt's jetzt aber. Ich hab's nicht überlebt. Du denn? Du bist hier vor mir? Oh ja. Der Jedi, der da so ja, das hier jetzt angenommen. Nimm einfach an, ist egal. Oh, ja, wir haben jetzt so eine Liste bekommen auf Zeit. Mit drei Weltenbossen. Ja, das habe ich auch bekommen. Warte, dann können wir das ja machen, da kriegen wir viel Kohle. Wenn wir die erledigen, alle Mann, dann kriegen wir viel Kohle. Oh Gott, wo ist Darkness? Hier, ja. Einfach ein bisschen in der Mitte. Ach, hier ist einfach in die Mitte. So, da ist er. Ja. Boah, der will's aber auch. Oh, jemand muss das Sakura heilen. Ja, warte, der ist schon tot. Ich kann ihn reanimieren. Ich bin auch fast tot, ich hab Hälfte runter. Ja, ich muss mir alle ziehen. Es ist nicht gerade der einfach. Ja, ich weiß, aber wir haben ihn schon auf 17% runter, das ist gut. Zeitgeschichte hier. Meine Finger. 13%, 10%. Er verschwindet nun mal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Ja, aber klar. Scheiße, jetzt. Ja, fahrt mal den nochmal. Hier, ja, zu mir. Oder ich komm zu euch. Bleibt da. Ja, hier, ich heal nochmal in die Mitte. Alle in den Heal. Gerade erstmal nervt. So. Wo ist er? Da. Oh, der ist erledigt, Leute. Wir schaffen das. So, wen müssen wir jetzt noch erledigen? Da war doch sowas auf dem Listen. Bitte wiederbeleben jemanden, wo ist denn die? Ja, da, hier vorne. Ich bin Jedi, ich kann nur von Jedi bisschen ja. Jedi Command, bitte einer her. Danke. Wer sitzt also, nicht auf mich auf der Seite drin? Also, der war jetzt nicht so schlimm. So, vielleicht will er dich nur überreden, auf die dunkle Seite der Macht zu kommen.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Alles dafür. Wo waren das? Ich hab doch was bekommen mit einer Liste. Ja, ja, wöchentliches Prioritäts. Aber es bringt nur 19.000. Was heißt 19? Nur 19.000 sind jetzt. Nee, wo krieg ich denn das? Kann ich das? Aber 30 Datenkristalle, ne? Also wäre ja nicht schlecht, oder? Ja, also wir sollen auch egal. Achso, Zielliste, Hungerschlund, Tatooine, Stufe 30, den haben wir jetzt schon gemacht, ne? Ja, den Tatooine. Der zählt jetzt leider nicht mehr dazu. R4GL, Nashadar, auf Stufe 32. Nashadar. Belagerungsbrecher, Alderaan, Stufe 35. Aufsässiger Kartellkampfbot, Quiche, oder Quash, wie auch immer, Stufe 38. Der Schneeblinde Hoss haben wir gerade gemacht. Uralter Zerstörer, Belsavis, Stufe 44. Dagas, Hoss, Stufe 49, die können wir jetzt gleich machen. Müssen wir. Ich habe jetzt eine Mission, besiege den Schneeblinden. Den haben wir schon. Den haben wir ja gerade. Ja, haben wir schon, aber warum hab ich die Mission nicht gekriegt? Ich habe nur die wöchentliche gekriegt. Ah, weil die Sith zuerst angegriffen haben. Ja, ja. So, dann wollen wir mal den nächsten Feldenboss. Hier auf Hot gibt's ja noch einen, ne? Wo ist denn der? Nochmal. Konnten die Jedi eigentlich mitlooten jetzt? Nein. Okay. Nein. Leider nicht. Also habt ihr es umsonst gemacht. Dafür können sie aber den nächsten dann looten, würde ich sagen. Dann dürfen die nämlich zuerst angreifen, dann greifen wir nachher an. Und dann ist das gerecht jetzt. Ne? Jetzt dürfen die Jedi zuerst angreifen, um den Loot zu kriegen. Okay, zum nächsten Weltenboss. Der war ja hier auch auf Hot. Wo ist denn der nochmal? Wisst ihr das? Der ist eisige Ebenen nördlich davon. Also müssen wir zum welchen Außenposten für uns? Warte mal, ich habe die Karte hier auch noch nicht aufgedeckt. Eisige Ebenen. Eisige Ebenen. Tesch Außenposten, Neff Außenposten. Wollen wir Pferden rufen? Und verkaufen Frontbunker, lassen. Frontbunker, Dornbasis nicht. Könnte Frontbunker sein. Ich guck mal, ich muss die Gegend sehen, dann kann ich dir sagen. Ja. Sag mal, welcher das ist, kannst dich ja hinbeamen. Frostwake Außenposten hätte ich sonst. Frontbunker, ja gut, da könnten wir auch hin. Auch hin. Wohin geht jetzt? Zaderia ist wieder da. Jo. Um im TS. Oh, ja, hole ich runter, kein Problem. Oder so. Der Dirk, genau. Wo ist er denn jetzt hier? Da unten muss ich noch Talk. Rechte zum Sprechen. Hallo, Dirk. Ah. Willkommen zurück. So, wo müssen wir hin? X minus 2270. Frontbunker oder wo müssen wir hin? Gott, wo ist denn das, Alter? Warte mal. Von da. Ach, das ist, ja, das ist oben beim. Ich finde sogar sein, dass es von der Dornbasis aus ein kleines Stückchen kürzer ist. Also eisige Ebenen ist das auf jeden Fall, nördlich davon. Der Kleppen, Tundra und eisige Ebenen. Also imperiale Garnison in der zerklüfteten Ebene oder was? Ist es die? Oh, da unten. Also ja, wo ist denn die Sith hin? Ich klicke erstmal in die Richtung. Ich gehe jetzt einfach zur Dornbasis, mal gucken. Wir finden das schon raus. Wir haben ja da noch einen Weltenboss auf Hot. Ich bin der Meinung Frontbunker. So. Wie hießen die zerklüftete Ebenen oder wie heißt Oh shit, habe ich jetzt jemand aus der Operation entfernt? Das wollte ich nicht. Irgendwo in den Ebenen. Ja, ich habe gerade aus Versehen aus der Operation. Wo muss ich denn jetzt hin? Zerklüftete Ebenen, imperiale Garnison bin ich jetzt. Ihr seid irgendwo da unten. Ich fliege jetzt einfach mal zu Imperiale Garnison in der Zerklüftete Ebene. Ja, da bin ich schon. Da bin ich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas mit Weißfeldwüste ist bei uns in der Nähe. Eisige Ebenen. Ach, da sind die eisigen Ebenen. Frontbunkergleiter, da müssen wir hin. Jetzt habe ich es. Frontbunkergleiter. Frontbunker ist, glaube ich, tatsächlich näher dran. Ja, Frontbunker, da müssen wir hin. So. Doch, klar. Jetzt haben wir es doch gelöst. Also. Ich kenne das alles aus republikanischer Sicht in- und auswendig. Nicht verzagen, an die Karte fahren.
Oh, eben gerade kam einer mir entgegen. Der ist falsch gefahren. Ja, ich flieg gerade falsch. Ja, wie gesagt, zu dem Dingsbums musst du da reisen. Ich sag dir jetzt gleich nochmal, wo du ihn reisen musst. Viel zu groß, ey. Hot ist nicht schlecht, also Hot ist ganz schön groß, ja. Nein, ich bin doch scheiße. Gut. So, mit jedem Geschmack kann man gerecht werden, ne? Manche mögen große Planeten, manche eher die kleinen, das ist dann eben unterschiedlich. Wo müssen wir hin? Der Frontbunker. Frontbunker, ja. Ach, da unten, oh geil, keine Grenzwege wieder zurück. Vielleicht sollte das mal jemand in Chat schreiben, damit die anderen das wissen. Welchen machen wir danach, ist die Frage. Also, sagen wir ja, mal. Ja, ich glaube, alle schaffen wir nicht heute. Also, alle schaffen wir nicht. Das sind zu viele dafür. So, ja, Iponia ist schon mal da. Wenn wir den haben, brauchen wir einen noch. So, ich hoffe, ihr wisst, wo der ist. Ich weiß es jetzt nicht, wo der ist, der andere Weltenboss. Den habe ich noch nicht gefunden. Ich flieg mal Ipoena nach. Nee, ich weiß den Weg nicht. Weiß jemand den Weg? Ich glaube, Moneas Thema weiß den Weg, ne? Du weißt guck den Weg. Guck mal gerade nach. Oder? Guck jetzt mal gerade nach. Das ist so gut. Keiner weiß, wo es lang geht. Könnt ihr noch kurz am Frontbunker warten? Ja, ich bin in der Nähe. Ja, ich bin auch im Frontbunker. Wo? So, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Weltenboss da? Alter, was ist mit meiner Kamera los? Also, der ist in der Eiswüste, ne? Auf jeden Fall, ne? Ich gucke mal, also irgendwie muss man den doch finden können. Das geht doch hier... Welchen Weltenboss sucht ihr gerade? Da, da. Hot. Das wird nicht langweilig. Der vielleicht eventuell Hochgebirgsaußenposten, kann das sein? Ach, Mensch, Leute. Wie denn nun? Geht das denn dann nicht, wo der genau ist? Ich google, ich schaue jetzt mal nach. Ich habe im Browser eine Karte auf. Kann ich hier etwas posten? Ja. Also eben TS einfach posten, nicht wo dann geschehen. Bei Leveln mit Mr. D, da musst du unten reinklicken. Nee, hab ich keine Rechte zu. Ja. Wir haben keine Rechte, Channel-Text zu senden. Dann schreib mich mal direkt an. Dann kann ich das gleich posten, das ist kein Problem. So. So, die Katze hatten wir gerade. Ja, irgendwer bringt uns das schon hin. Ah ja, da heißt Gargat. Ist auch auf Hot. Du leckst gerade ein bisschen. Und zwar... Mal gucken, auf diese Karte müsste ich mal gucken. Ah, ich weiß, wo Gargat ist. Eisige Ebenen. Oh, wir sind ganz schön weit weg. Wir sind ganz schön weit weg von Gargat. Also, ich zeige das jetzt mal im Stream, wo wir hin müssen. Und zwar auf der großen Karte. Wir müssen zum... Verstehe kein Wort. Gleiter der imperialen Garnison in den zerklüfteten Ebenen. Nochmal. Ebenen. Müssen wir. So. Also. Nicht hier. Ja. Hier nicht. Oh, falsche Richtung, scheiße. Oder? Nee, richtige. Ganz oben. Zerklüftete Ebenen.
So, nochmal. Am besten ist, wenn ihr auch nebenbei den Stream schaut, dann könnt ihr das nämlich erfahren. Falls ihr mich mal nicht so gut hören könnt. Zerklüftete Ebenen. Da müssen wir hin. Das ist ganz oben. Ja. Karte. Der Weltkarte. Ich bin da gerade unterwegs. Also, dahin müssen wir. Und die Azatmaru ist schon richtig dort. Da müssen wir hin. So, wir müssen zu Azatmaru. Da müssen wir lang. Ja, Gott. Ich kann dir mal eben ganz kurz zu dem Boss sagen. Der ist eigentlich auch nicht so das ganz große Drama. Die Besonderheit bei dem ist, also kicken kann der auch, wie der andere, das ist aber gar nicht so groß was will. Was aber passieren kann, oder was wird, ist, dass hier auf einen zufälligen Spieler ein Debuff wirkt, der dadurch der Spieler verlangsamt und kurz bekommt kurz darauf eine Void. Wenn das passiert, müssen alle anderen aus dieser Void natürlich rauslaufen. Genau, ansonsten macht das irgendwie relativ viel Aua. Ja, genau. So, da ist Gargal. Ich sehe ihn gerade. Also Polarjäger fährt vollkommen in die falsche Richtung. Ist jetzt hier echt eine Klippe und Malte, ich komme nicht rüber. Malte, du musst zu den zerklüfteten Ebenen. Also, den zerklüfteten Ebenen. Schau mal auf der Karte, wo wir sind. Wir starren den gerade alle an. Weißt du, wo ihr seid? Ich komme da nicht hin. Ich habe da kein Checkpoint, einen Punkt zum Hinfahren. Oder zum TP'n. Warte mal. Fährst du mit dem Taxi? Nee, das habe ich ja geguckt. Jetzt, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Mit dem Taxi zu dem zu der Station verdriftete Ebenen, Imperiale Garnison. Und dann Richtung Süden. Oben, ich bin da. Bei mir ist da irgendwas rübergelegt, ich weiß aber nicht was. Das Viereck, was über den Punkt gelegt ist, ich kann da nicht raufklicken. So. Ich schreibe es mal in die WhatsApp-Gruppe. Warum hat Sisois gerade Goku Dark aus der Gilde entfernt? Was? Weiß ich nicht. Sisois hat gerade Goku Dark aus der Gilde entfernt. Oh. Der hat noch mehr aus der Gilde entfernt. Jetzt geht's. Ich weiß nicht wieso, da war eben so ein Viereck auf der Map. Da konnte ich nicht raufklicken, als ich Schnellreise machen wollte. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Der klüftete Ebenen. Ja, aber sind Jedis. Ja, aber wir sind ja Jedis, deswegen. Ach, ihr habt gerade bei Bildschirm? Der Kältefläche. Warte. Habt ihr ein Gildenflaggschiff? Ja, wir sparen gerade drauf. Ah, okay. Hätte man jetzt ein Flaggschiff-Port machen können. Aber einfach die Musik. Naja, also, man kann ja uns unterstützen, dann wissen wir das. Das wäre nicht schlecht. Ja. Warum entfernt er denn gerade also so viele Leute aus der Gilde? Gute Frage. Wer ist das überhaupt? Ja, das ist der einer der Gildenleiter. Warte mal, ich werde mal kurz einen Werbespot machen. Ich bin gleich wieder da. Thank you.
Zack. Was über 150. Ja, da sind wir wieder. Und ich konnte auch alles andere mal kurz eben gerade klären. Ich konnte alles jetzt nochmal klären. So, die waren über 150 Tage offline, ohne einen Kommentar zu hinterlassen, deswegen wurden die entfernt. Also, ja, gut, wir müssen eh warten. Ja, wir müssen. So, ich bin schon beim Weltenboss. Ich sehe ihn gerade, der läuft da gerade so rum. So. Alter, der geht auch langsam. Oh ne, doch nicht. Das sah gerade so aus. Nee, der geht eigentlich zügig. Wir müssen da schon so ein bisschen früher. LOL! Geil, Alter, nochmal. ich wow! Was haben die denn Schönes? Eine Klaue. Können die nicht mal Geld fallen lassen? Los, lass mich fliegen. Muss doch 5 Sekunden warten. Zerklüftet ihr eben republikanische Außenposten? Wir sind hier gerade, wir verfolgen gerade das dicke Fliegen. Ja, da seid ihr richtig, ihr seid da richtig. Ja. Garnison in der zerklüfteten Ebene. Dann von da aus müsst ihr einfach gerade raus runter. Ja, ich hab's. Da sind wir. Kalbbrunnen-Tundra. Lol, warum hast du Emote verrückt gekriegt? Hast du gekauft. Achtung, der kommt gleich. Wo läuft denn der jetzt lang? Oh, Karte, du bist zu weit entfernt. Du bist der Nächste da dran, der am nächsten dran ist an dem Gegner. Ja, jo. Ich gucke ja schon immer. Achso, ihr müsst. Am besten greift ihr den ohne irgendwie vorzusagen, irgendwas zu machen oder stehen zu bleiben an, damit die Randoms, die jetzt da sind. Beispiel, ich weiß nicht, ob von der Jedi Command soll einer zuerst angreifen. Ja, nicht, dass der Polarjäger ihn am Anfang angreift. Mhm. So. Sehr schön. Wo ist er denn jetzt? Oh, Hila, so geil. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke. Guck meine Riesenmuskeln an. Warte, kann ich dich scharf stechen? Das wird so. Warte, jetzt ist das Schwert. Also, ich glaube, der wird ganz schön heftig werden. Sind alle da? Ja. Da? Yeah. Auch von der Jedi Command? Nee, wir finden es irgendwie nicht. Okay. Hier, Heldenbereich, Kalbrunnen-Tundra. Ja. Ich zeig's nochmal, zerklüftete Ebene republikanischer Außenposten. Da müsst ihr hin. Hier, zerklüftete Ebene republikanischer Außenposten. Da müsst ihr hin. Der Schalter richtig stark. Ah. Ich weiß nicht. So, jetzt geht das gleich. Ich hab dieses endlich mal. Oh, niedlich. Ja, die kann man, man kann hier ein Reittier holen. Und zwar musst du. Kannst du hier sowas füttern? Hab ich extra mitgenommen, aber ich hab's nicht gefunden. Jetzt kommt gleich ein Town. So. Wow, das will ich auch. Nächster.
oder? Yeah. Ja, da musst du dem so eine Früchte geben und dann kommt manchmal ein Tauntaun, und wenn keins kommt, musst du es halt öfter machen. Und wenn du das Tauntaun anscheinend killst, dann kriegst du so eine DNA-Probe und wenn du 15 davon hast, wenn du Abonnent bist, wenn du kein Abonnent bist, 20, dann kannst du dir Tauntaun damit kaufen. So. Sind alle bereit? Wir müssen erst zu den Baby-Tauntaun zu spielen. Wir müssen erst zu euch kommen. Ah, ist eh noch nicht ready. Das wird's gar nichts bringen. Da vorne gibt's schon mal so manchmal dumm. Wenn der den eben kurz irgendwie anhaut, dann kann ich draufspringen, wenn ich wieder. Ja, da ist der Schalter von der Jedi-Kommandant. Los, oh, jetzt kann's losgehen. Ein Jedi muss mal rauf, irgendwie abballern oder so. Los schnell, bevor das irgendwie anders macht. Und Luni geht hier zuerst. Einfach nur anfangen. Okay, geht los. Oh, da ist er schon. Der hält aber jetzt nicht so viel aus wie der andere, finde ich. Rutscht der so Projekt. Hallo Leute. Hallo. Und auch. Na. So. Das ist der Max. Also der. Wer hat das jetzt gerade gehabt? War das das? War, ja, erst der von der. Nein, ich mein, warte, ich liebe. Hat der den gerade schon? Achso, Ja. Oh, warte, ich muss kurz gerade. Der hinten kriegt irgendwas. Oh, einer braucht Heilung hier. Heilung! Ich muss kurz den Tod wieder beleben. Ich brauch auch Heilung. Ja, warte. Komm mal hier. Oh, Heilung. Danke. Drei Leute sind tot, glaube ich. Mhm. Also wie gesagt, rote Kreise, man die Debuff, das ist die Frage. Rote Kreise sind keine Heilkreise. Das kann man nicht sehen. Bei mir sehe ich keine roten Kreise auf dem Boden. Ich sehe nur das. Ja, irgendjemand stand eben in der roten. Irgendjemand stand in der roten Beute, ne? Genau, jetzt, da hast du wieder. Da ist hier raus noch. Also oh Scheiße, kann ich genau dran wiederbeleben. Leider nicht. Ja, so, Leute, Gargard. Los, Nudelburg gemacht. Wir haben ihn schon. Gib mich doch 8%, oder? Ja, gut, dann guck ich halt den Kampf zu. Ich kann nicht spielen. Dauert, muss noch 4 Minuten warten. Einen ranziehen. Das ist sehr gut. Meine Leiche noch. Ich hab keine Macht mehr. Zu spielen. Hälfte rum. Zwei Leute sind tot. Ich muss hier drin, ich kann nicht mehr. Doch knapp. Keine Macht. Nee, drei Leute sind tot. Hab aktuell was. Kann noch jemand schnell? So, jetzt kann ich. Achtung, du musst dich bewegen. Du stehst in den roten Kreis. Ich versuch die Dauer zu hier. Oh, Razor. Jetzt sterben wir. Nein! Oh, er ist schon auf 20% runter. Okay, er macht auf jeden Fall mehr Schaden, also das ist auf jeden Fall klar. Ja, kommt halt. Hier, Loni, Ex Heilung. Gibt's nicht mehr. Ich bin tot, ich kann nicht mehr heilen. Oh nee. Unsere Heiler sind tot. Das ist voll schlimm. Boah. Ich hab verbraucht auf meine letzte Macht. Jetzt hab ich keine mehr. Was hat der alles so? Du hast auch so Macht wiederherstellen, den Skill da. Kreis raus. Raus aus dem Kreis, genau. Warte, ich heal dich. Jetzt hab ich keine Macht mehr, mal wieder. Weil das ist so viel Tod jetzt. Ja, dafür war der andere aber echt. Und der ist noch auf 4% runter, Leute. Ja, den kriegt ihr. Oh nein! Der macht einen Arsch. Der macht ganz schön Aua. Ach Gott, der hat den Arsch, das war viel. Hat nicht mehr viel, Leute. Nur noch ein bisschen Aua. Ja, das ist geschafft. Wiederbelebt dich. Das war richtig eng, ey. Jetzt kann ich dich auch wiederbeleben. Ja, hast du. Wir können ja gar nicht looten. Nee, können nur die Jedi. Hat mich schon wiederbelebt, ne? Ja. So, für unsere Jedi-Command, damit die auch. Hier, jemand muss noch wiederbelebt werden hier. Ach, das hat jetzt. Ja, okay, jetzt haben die einen, jetzt haben wir einen, okay, das ist genau. Abwechselnd. Ja, ja, dann schaffen wir es heute auf jeden Fall nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen alle, egal nee, ob man die so. Leider nicht.
Hier, jemand von jemand muss noch wiederbeleben. Da muss noch jemand wiederbelebt werden. Mach das, ich mach das. So, okay, super. Welchen Weltboss wollen wir jetzt noch machen? Warum krieg ich denn die ganze Zeit 900 Erfahrungspunkte? Den auf Nashadar, oder? Können wir machen. Warte, wir können den auf Nashadar machen, ja? Ja, dann alle nach Nashadar bitte einmal. Bitte ein. Wo wir heute schon mal waren, auf Nashadar. Ja, Donald, ich bin gerade von Nashadar gekommen. Ja, wir waren da ja vorhin auch, also Achso, übrigens Darkless, was mir im Stream aufgefallen ist, du bist ja auch Tank, ne? Ja. Genau. Du solltest bei dir, dem Tank ist das wirklich absolut wichtig, Ziel des Ziels aktivieren. Hm. Interface-Editor. Das hat einfach den Hintergrund, du siehst denn, wenn du einen Boss tankst, wen dieser Boss im Fokus hat. Ansonsten weißt du nicht, wann du es zum Beispiel spotten musst. Weißt du? Ja, ich gucke gerade. Warte mal, im Interface-Editor. Ich glaube, meistens in der Regel. Standardmäßig ist es unten rechts. Dieses Ziel heißt das. Da mache ich den nicht. Button, den Button bei aktiviert. Das ist unbedingt wichtig. Anzeige an Gitter ausrichten. Gitteranzeigen habe ich. Unten rechts, irgendwo bei der Karte, ist glaube ich standardmäßig. Das ist so ein Feld, das heißt Ziel des Ziels, das klickst du einmal an im Interface Editor und mach dir den Haken bei aktiviert. Will da hinten. Das finde ich nicht bei mir. Sorry. Was ich gerade im Laden finde, ist Zeug, was einem hinterherfliegt, das sieht geil aus. Ich bin gerade im Laden. Kannst gleich nochmal. Sag dir gleich nochmal ganz genau. Ich weiß nicht wo das, also ich hatte auch im Interface Editor gerade geguckt und so. Da ist es leider nicht. Ganz unten rechts, also links neben der Karte, glaube ich, standardmäßig. Links neben der Karte. Kannst du, warte, ich sag dir gleich genau, wenn ich aus dem Ladescreen draußen. Du meinst diese kreisrunde Minimum? Mit Karte oder wie? So, mal gucken, so, Interface Editor. Also bei mir ist standardmäßig tatsächlich unten rechts, neben der Gegneranzeige irgendwo. Nee, habe ich nicht. Seltsamerweise, kannst aber du im Stream gucken, habe ich nicht. Ich habe das hier unten nicht. Hier im Raumierkampf-Listen. Also das ist ein Fenster, das ist bei dir deaktiviert und das heißt Ziel des Ziels. Vielleicht hast du es auch irgendwo hingeschoben oder so, das weiß ich nicht. Vielleicht ist bei dir das halt nicht gerade irgendwo auf einer anderen Position. Okay. Ja gut, ist jetzt ja auch erstmal nicht überlebenswichtig, aber gut, könnte man machen. Nee, also jetzt für den Weltenboss nicht, aber wenn du tanken möchtest, dann ist es wichtig. Dann ist es auch überlebenswichtig. Also für dich und die Gruppe. Weil ansonsten wirst du als Tank nicht wirklich merken, wann du die Agro von dem Gegner verlierst. Mhm. Immer wieder Gegner, die zwischendurch mal ein Agro Reset haben und irgendjemand anders in den Fokus geben und du dann irgendwie zum Beispiel spotten musst. Wisst ihr alle, wo der Weltenboss ist auf Nashadar? Naja, da müssen wir jetzt, finden wir auch gleich raus. Ich glaube, der ist so in den unteren Bezirken. Der ist, ne? Wer ist das, weiß ich tatsächlich. Ich guck gerade bei mir nur genau, wie der Takt ist. So. Also, wir müssen Roboter besiegen. Ja, das ist ein Roboter. Robi ist das, ja. Oh, der ist nicht leicht. Der ist nicht leicht. Auf jeden Fall nicht. Ich, Boris, ich lade dich in die Gruppe ein, ne? Ja. Also so schwer ist ja auch nicht. Der macht einen Cast, den muss man unterbrechen, aber ansonsten dem ist es auch nicht. Wo war denn der im Netzzugriff? So. Ich glaube, das war, wenn ich mich nicht täusche, unter der Industriesektor. Oh. Hattenstadt war es, glaube ich.
brennen. Wo müssen wir denn hin? So. Das ist eine gute Frage, wo wir hin müssen. War das Netzzugriff oder was? Ich meine ja, der Atracum hat sich da mal versteckt. Bei dem. Das ganz seltsame Netzzugriff-Taxi war das oder war das das andere? Ich glaube, Netzzugriff-Taxi, ja, da müssen wir hin. Was machen wir denn? Wir machen jetzt den Weltenboss. Also von Nashadar, der ist bei Netzzugriff-Taxi. So viel wie ich weiß. Irgendwie halle ich immer, manchmal. Könnt ihr mich noch gut verstehen? Ja. Super. Geht so, ja. Verstehe euch alle. Könnt ihr mich denn überhaupt verstehen? Ja. Ja. Wunderbar. Ja. Okay. Das war der Soundcheck. Ja, du schaltest hier. Irgendwie schaltet er nur bei dir. Ja, vielleicht ist er gerade in einer Halle oder so. Wer schaltet ihr oder stumm. Was? Und letztlich halt. Kado, bleib mal stehen, ich will mal kurz was testen. Ja, zieh mich, los. Ja, warte, du musst kommen. Wo bist du überhaupt? Wo ist ja. Da der Weltenboss? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich ja, komm, glaube, das finden wir gleich raus. Wir sind tot ziehen. So nicht. Oh, scheiße. Da hab ich geschafft. Hab ich's geschafft? Nein, nicht mal. Ach, scheiße. Geh nicht mal auf dem Geländer. Oh, wow. Bist du im Industriesektor kommen, ne? Nicht beim Netzzugriff. Industriesektor? Was? Sektor, genau. Wo ist denn der? Ah, oh scheiße. Bin schon unterwegs. Südwesten. Da. Da müssen die gerade selber mal orientieren. Mal gucken, wo das ist. Mal schauen, ob ich den jetzt hier finde. Nee, auch nicht. Dann ist es glaube ich. Oh, da war ich mit. Hä? Ach nee, das ist. Warum kann ich dann nicht? Weiß jemand, abgeben? Wo der ist? Also, wo wir jetzt hin müssen? Ja. Ich bin jetzt hier bei Industriesektor. Genau, erstmal Industriesektor, dann guckt mal eben kurz auf der Karte, wo ihr nichts seht. Luni, ich stehe vor so einem Fahrstuhl. Taxi im oberen Industriesektor, muss ich, ja? Aber du bist bei mir gar nicht im Industriesektor zu sehen. Ich komme gleich. Also ich sehe dich nicht auf der Map, wenn ich M drücke. Ja, ich komme ja gleich. Nein, ich mein Luni. Das ist der Punkt Industriesektor. Der müsste auch so genau, wenn ihr vom Taktikpunkt republikanische Forschungslabore. Ah, okay, auf der anderen Seite. Genau, dann warte, ich komme. Also, wohin müssen wir jetzt hin? Zum Industriesektor. Ich komme zum Taktikpunkt. Hol ich da eben ab. Hier war ich noch nie. Ja, ich habe die Karte mit dem Fahrrad halt auch noch nicht aufgedeckt, aber Da zu dem Fahrstuhl? Ja, genau, wo das Fahrstuhl-Symbol ist und der Netzsicherheitsstick. Ja, das sieht viel geiler aus als beim SIS. Hier, Aufzug der verlassenen Fabrik habe ich. Dann habe ich Aufzug Exchange. Wo ist Kado? Ich muss dich ziehen. Schiffswert. Du bist schon lange weg, ey. Kannst scheiße. Soll ich schon mal nach oben fahren? Ich bin im Kampf. Sind ihr alle da? Dann flieg mal hinterher. Ja, Luni, ich flieg dir hinterher. Ja, genau. So. Der ist jetzt auch da, ja, ne? Genau. Ah, ich weiß jetzt den Weg. Ach, das ist doch mit den Flammen und so, ne? Ich glaube, das war doch mit den Flammen. Soll ich schon mal hochfahren? Oder wo, nein. Wo müssen wir? Netzsicherheitsdistrikt? Netzsicherheit, ja, genau. Ja, wir werden verfolgt, das ignorieren wir mal.
Oh, wenn ich bringe was mit zum Spielen. Ich kann das nicht im Kampf, nein. Das wo muss er denn jetzt hin? Obere, untere, das Atrium oder Netz? Wartet mal, ich muss hier erstmal töten. Netzzugriff. Oh, verdammt. Scheiße. Ich muss ein paar Laufwachen kaputt machen. Ich muss kurz hier nach außen, ich muss jemanden gleich ziehen. Wartet auf mich, ich komme zum Fahrstuhl. Ja, wartet mal auch auf mich, ich wurde gerade auch ein bisschen aufgehalten. Netzsicherheitsdistrikt war das, ne? Genau. So, was warst du da? Ich? Wer da? Hoffnung. Oh, scheiße. Oh nein, ich liebe dich. Turnier wurde besiegt. Oh, schon wieder. Verdammte Scheiße, ey. Hä, wo bin ich? Geh weg von mir, geh weg. Ja, wo seid ihr? Da. Richtig gut, ey. Oh. Ey, lach nicht. Ja, ja. Geht doch weg von mir, Alter. Oh, danke, dass du das abgezogen hast. Na, Alter. Hey, ist Lila hinter dir. Ja, das war geil. Oh, ne? Gottes ja, Willen, verdammte Scheiße. Oh Gott. Ich werde angegriffen. Seid ihr schon mit dem Aufzug gefahren? Ja, wir sind schon im Netzdistrikt. Oh. Wir. Aber vielleicht kann mich auch gleich einer dann gleich noch abholen. Ist so eine Menge, ey. Warum braucht man so umständliche Wege, ey? Das Bloodline-Vermächtnis. Mein Vermächtnis ist das Beste. Freche Rubis. Warum ist denn der Weg so lang, ey? Das ist voll scheiße. Ach Mensch. Ach ja, da hinten. Oh. Ich, mir schwant was Übles. Lol. Ich hab mich gerade dreimal hintereinander zurück. Jetzt bist du auf Ja, der ist ja sogar da. Da ist er. So, dann kommt von mir hierher. So, jetzt muss ich mal schauen, wo genau ihr seid. Oh mein Gott, das ist schon ziemlich weit. Ich hoffe, hier kann man ziehen. Boah, wie viele Leute nicht. Ja, er ist auf dem Weg. Kommt alle hierher. Auch von der Jedi Command. Boah, irgendwer schallt da gerade richtig. Ja. Even, schallt gerade ein bisschen. Ich bin ein Magier. Und hier kommt der Hall. Ja, Steven schalt grad. Ich? Ja. Oh ja, weil wir sind. So, jetzt. Jetzt ist besser. Ist besser. Jetzt muss ich schon. Treffer. Aua. Gleich bei euch, es dauert noch circa 5 Minuten. Ja, wir waren eigentlich immer vom Boss ein bisschen länger. Ich bin da eigentlich immer dann den 10 Minuten locker und warten. Oh, boah, knapp hier. Ja? Blut. Ja. Oh, scheiße. Ja, du bist gerade runtergeflogen. Ich hab rechts gemacht. Jetzt schon das dritte Mal runter. Ich wollte links Klick machen. Oh weh, ich muss den ganzen Weg fahren. Ach scheiße. Ach nee, ich weiß den Weg gar nicht mehr. Hat doch ich. Oh Gott, ey. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, liebe Zuschauer, bis wir da. Sind auch. 3, 4, 5, 6. Oh. Ne, warte mal, einer fehlt dann noch. Darkless, du kommst. Darkless nicht, der kommt. Du kommst ja. Wo sind von der Jedi Command? Wo seid ihr schon? Seid ihr da auch schon in der Nähe? Ja, ich bin gleich da. Du bist gleich da. Und wie sieht's von der Jedi Command aus, die bei uns sind? Jenny?
Ein weiß gar nicht, ob die jetzt noch mitmachen. Was? Ja. Seid ihr schon auf Nascha da? Ja, wir sind da. Aber wir warten noch kurz auf Steven, weil sein Spiel ist ja abgekackt. Oh Gott, ich bin fast tot gesprungen. Ach Mann, wieso? Und vorsichtig sein, nicht da runterspringen. Kommt nicht gut. Und wir wollen heute gegen jetzt wieder R4GL-Kampfdruide kämpfen. Aber es schallt echt nur bei Hacker, ne? Das ist heute der Fall, den wir erledigen. Wenn ich rede, passiert gar nichts, aber wenn Darkless redet, dann schallt das bei Hacker. Naja. Ja, irgendwie. Komisch. Ja, Sachen gibt's. So. Ricardo, wo bist du? Warum? Willst du mich in den Tod ziehen? Ich bin so wieder nur selber. Was soll das jetzt hier heißen? Ich Junge, guck mal, hier, jetzt mach ich Safe-Methode. Ja, mach, zeig mir deine Tricks. Okay, hier, Junge. Oh, scheiße. Ich bin noch hier. Ey. Oh, Mann. Warte, ich kann dich trotzdem ziehen. Richtig gut. Ja. Soll ich dir mal was zeigen, was ich kann? Was denn? Ah, da war was. Für mich. Aber immer das gleiche. Hallo? Wow. Ein kleiner Männer. Das sah gut aus. Ich könnte eine Synchron-Tinte werden. Ich komm da hin, da lebst du mit ihr Schwert. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja. Gut. Gib zu, ihr wolltet mich nur gebührend empfangen, ne? Weiß irgendjemand, wo der Jedi-Command dann hin muss? Das auch ihr müsst zum Netzsicherheitsdistrikt. Nee, das ist sogar eure Ebene hier. Das ist sogar Kader. Von euch, nicht von den Cis. Wo ist Kader? Wir haben hier gerade Loot. hier. Komm mal nach oben. Wir haben hier so viel gekillt. Komm mal nach oben. Ja, zieh mich doch nach oben, ey. Oh nein, schon wieder jemand da. Danke, ja. Oh, da ist ja jemand. Da ist was ganz Großes. Hallo Dirk, schön, dass du auch da bist. Du auch da. Kannst auch hier kommen. Ach, scheiße. Nee, nicht auf dem Rad ziehen. Da gibt's was zum Sammeln. Oh, ich hab Credit, Alter, holy shit. Das ist ein Credit. Ja, hab ich grad gekriegt, ey. Oh, geil. Warte, vielleicht kann ich dich zum Boss ziehen. Ja, mach mal. Ja? Ach, wie ein extra Abfahrt, ey. Ach, scheiße. So. Ach, im Schwung kann ich's nicht. Deswegen stürzt du auch die ganze Zeit. Ja, sagen alle. Also ich hab mich nicht immer mal gesehen. So gleich wieder selber. Ja, was wollt ihr jetzt? Ihr Junge, ich fuchtel. So, so. Ach scheiße. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ich glaube HK beschäftigt sich gerade hier so ein bisschen. Oh. Krieg auf jeden Fall schön weg. Okay. Und wir gucken ganz genüsslich zu. Greift einer schon den großen Bobi an, kann das sein? Ich find's so gut, ja, die Leute immer angreifen. Oh ja, hier, kommt mal her, da greift einer ihn schon an. Warte, wir können ihn. Das Bomber. Ja. Der wird das nicht lange überleben. Lass ihn sterben. Ja. Wir gucken zu. Ich würde ihm gerne zuklatschen, aber ich kann ihn nicht aussehen. Warte, ich muss kurz Popcorn holen. Ja geil, Five, verteilt jemand mal Popcorn? Ja, ich will Popcorn. Mann, ich kann nicht auswählen, weil er in dem Gegner drin steht, so gesehen. Den Gegner, wenn du zielst, das kannst du ihn, ich hab ihn im Popo. Ich kann ihn auch nicht. Er ist sehr mutig, muss man ja sagen, ne? Also, meine Herren. Den nicht heilen, das ist schwer. Ich heile nicht. Oh, er hat ihn immerhin um 7% runtergekriegt. Ich bin im Kampf, scheiße. Ich muss hier weg. Tja, und er ist weg. Oh nein! Weg! Schnell! Weg!
Oh, Glück gehabt. Jetzt geht er wieder zurück. Er hat Reset. Lass mal wieder raufrennen. Oh, scheiße, die sind weggesprungen. Also ich stehe hier am sichersten, wo ich gerade stehe. Oh, ich hab in 30 Sekunden eine Idee. Eine sehr gute Idee. Oh, jetzt kommt's wieder. Oh, oh. Das, ja, er tötet sich eh wieder selber. Nee. Du willst mir gegen ihn, ne? Ja. Nein. Hinter dir! Solange ich mich nicht bewege, merken sie mich nicht. Das will ich nicht. Ja, siehst du. Wir sehen alle. Oh, scheiße. Okay. Wie ist jetzt der Zwischenstand? Ich bin gleich tot. Oh, das war so groß. Na, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ich wollte wissen, wo du bist. Er steht direkt vor den Gegnern. Würde man nicht so viele Gegner. Ich kann die Erfahrungspunkte gerade gar nicht gut gebrauchen. Wir müssen noch überlegen, welchen Fahrstuhl wir nehmen. Ihr müsst. Ah, da komm her, Mann. Ihr müsst Netzsicherheitsdistrikt. Ja, aber welchen Aufzug sind wir da hinnehmen müssen? Aufzug von Lager 27 und Aufzug zum Gefängniszentrale. Kader, komm her. Zum Hochsicherheitsgefängnis. Hochsicherheitsgefängnis ist das. Oder? Zum Funkturm der Republik habe ich hier so einen Eingang noch so. Oder Hochsicherheitsgefängnis steht bei mir hier. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ähnlich ist. Wie seid ihr da hochgekommen? Zeig mal, wir sind hier in der Schattenstadt. Da sind wir. Netzzugriff Schattenstadt. Da sind wir. Seid ihr? Guck mal im Stream, da sind wir. Und wer greift jetzt hier wieder an? Ah. Da hat jemand Probleme hinaufzukommen. Ich weiß, wie es geht. So. Gerade bleibt da unten, ich kann dich glaube ich von oben ziehen. Was? Zieh dich von oben. Ich guck gerade ein Video. So, ich bin gegen die Wand gerannt, okay. Gut. So. Oh, das ist Fahrstuhl. Ich will Fahrstuhl fahren. Ich hab doch gesagt, ich zieh dich. So. Bin hier oben. Kommt mal wieder runter. Da will ich nicht hin. Ich will Fahrstuhl fahren. Nein! Oh. Das tat weh. Nein. So, jetzt ist die Frage, wo. Gleich kommen müssten ja die Jedi-Command, die müssten ja auch gleich kommen, ne? Müssten auch gleich hier sein. Eins, oh, okay. Musst einen Schritt zurück. Street. Ich lande. Oh, Scheiße! Was mag den denn da unten? Was, warum rennst du gerade auf der Stelle? What the fuck? Wer war's denn? So, ihr wollt in die Gemüseabteilung da oben, aha. Los, zieh mich hoch. Ich hätte gern Brokkoli. Ich zieh dich nicht. Warte, was ist, wenn ich runterfalle? Kannst du während des Fliegens? Ja, aber es muss kurz warten. 25 Sekunden. Wir müssen das mal mit dem Ballon nächstes Mal machen. Wer erzählt wurde. Oh, jetzt ist hier gerade jemand weg. Die Luni, wo ist denn der? Die Luni? Ich hab einen kurz die Instanz gewechselt. Ich wechsle gerade mal kurz in die PvP-Instanz. Um mal zu gucken, ob der Welten was auch da ist. Ah, okay. Okay, du kannst. Weil wenn, dann kann man den vielleicht zweimal hauen. Du kannst jetzt springen. Ja. Yeah. Also die Gefängniszentrale war schon mal falsch. Yeah. Netzwerkzugriff, Netzsicherheitsdistrikt nennt sich das Ganze hier. Wie ein Adler springt er von oben unten. Teleportiert sich von. Ey, komm mal her, glaubst du schaffst es, wenn du von hier oben runterspringst, da wieder reinzukommen? Warte, ich brauch kurz mehr Phasengang zur Sicherheit. Mein Teleporter. Okay, ich glaube, wir können schon mal den Grill anschmeißen. Okay, was gibt's denn? Nein, hier. Ja, warte, ich muss noch. Es gibt Kampfdruide am Spiel. Boah, geil. Wenn du jetzt von hier aus runterspringst, glaubst du, du kommst auf die untere Ebene? Das finden wir gleich heraus, aber wenn ich sterbe, dann von hier, nicht von da, das ist schief. Ja, warte, ich warte 8 Sekunden.
Das wird doch nicht gut. Du kannst mich nicht in den Tod ziehen, das weißt du. Nee, aber ich kann mich retten. So, jetzt. Okay, von da. Wie, du willst aber auch, dass ich sterbe. Also, ich kann nicht sterben. So. Oh, das war ist schon. Irgendwie nicht möglich. Doch. Lol. Du hast den Fahrstuhl durchgefallen. Habt ihr den Boss schon angegriffen? Nein. Einmal angefaucht. Warte mal, wie ich. Komm mal. Hallo. Hier, ich heile euch mal. Wo sind die Jedis jetzt? Sie müssten doch auch bei uns in der Nähe schon fast sein, ne? Nein, die haben doch gerade gesagt, die kommen nicht her. Schaffen sie nicht? Ja. In der PvP-Instanz sind sie auch. Ist er auch? Cool. Ja. Ist doch nicht viel los irgendwie, das heißt, da kann man relativ fahrlos gleich mal wechseln. Okay, wollen wir jetzt also einen, welchen Boss jetzt von westlicher Aufzug von Systech. Jenny, wie sieht's denn bei euch aus? Jetzt? Kann ja mal Netzzugriff-Taxi gehen und da auf euch warten. Oder könnt ihr nicht mal zum Netzzugriff-Taxi? Nein. Ich muss mal kurz eine Minute warten. Unser Zeichen heißt also Schattenstadt. Schattenstadt, das ist richtig. Das ist Schattenstadt. Schattenstadt. Kado da? Ja. Siehst du mich oben? Was? Ja. Komm mal hier nach außen und geh mal zu. Also hier ist Schattenstadt. Geh mal ran, eine Ebene. Genau. Jetzt hat er mich endlich gekillt! Ja, endlich! Nach 300 Millionen Jahren kriegt er mich endlich gekillt! Ja, also nach 2 Stunden endlich! Boah, ich hab mir gerade gedacht, warum steht der hier? Ja, gut, dann sind wir da, aber wo sollen wir da jetzt genau hin? Ich zeig's gerne nochmal auf der Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das vergleichbar seht. Auf der Karte, das ist bei den Republikanern genau die gleiche Karte. Mhm. Ich zeig's mal im Stream. Vom Hochsicherheitstrakt? Ihr müsst so genau Hochsicherheitstrakt. Warte, ob ich da abholen kann. Ja, ich fahre jetzt gerade zum Hochsicher. Ja, zufällig musst du jetzt fahren, ne? Ja, ich bin doch eh tot. Ja, ja. Endlich, nach 2 Stunden. Ja, hat auch lange genug gedauert. Nach 4 Bossen oder 3. Wow. Soll ich euch abholen kommen? Dass ich dir die Chance gegeben habe. Ja. Ach so. Das war alles geplant. What the fuck? Warum greift mich gerade ein Androide an? Warum greift mich gerade ein Druide an? Der kam vom Himmel, von keine Ahnung wie weit richtig schnell angepäst. Ja, Gott. Geh zum Hochsicherheitsgefängnis. Sicherheitsgefängnis. Da kommt man wieder zum Netzsicherheitsdistrikt. Willst du nochmal probieren? In meiner Nähe. Mülltrakt? Komm euch entgegen und hol euch ab. Ah, das. Ja, das Luni. Ich fahr wieder hoch. Da wo bist du hin? Hä? Warum gehst du falsch weg? Ich wollte da gucken. Ja. So, ja genau. Da durch. Wir haben jemanden, der mitmachen will und den Weltenboss hier zu töten, der Varuk. So, Darkless fliegt jetzt. Okay. Was? Ja. Und wieder unten. Warte, ich halte dich. Das ist nett. Ach, verdammt. Soll ich helfen? Lalalalalala. Fast schon. Ist doch untreu hier. Ja. Achso, da lebt noch einer. So. Okay. Ich heile dich dauerhaft. Hast du schon unsere, ja. Gildenfestung gesehen? Von innen?
noch dekoriert. Ja, ne, das ist schon so ein bisschen mehr wieder. Also, es ist natürlich nicht perfekt, ne, und es ist auch noch lang nicht ausreichend, aber es wird mehr. Es wird immer mehr und mehr, genau. So, so sind wir jetzt alle da, oder wie, oder was? Warte, Mono. Gleich, ja. Es fehlt noch einer bei uns, der heißt Varuk. Dann sind wir auch schon mal vollständig. Ich glaube, der ist nicht mal in der Nähe, oder? Ne, der ist. Was ist er denn jetzt? Dann werden wir schon mal achten. Der ist noch in der Promenade und bewegt sich nicht. Ja, ich hoffe, er kommt gleich. Kann er sich noch irgendwo? Was? Mann. Wieso, hä? Hey, ja, ist nicht, dass du da raufgehen kannst so schnell. Ich hatte Hoffnung. Könnt ihr mich mal alle buffen? Ich hab keinen Buff mehr. Ich hab alle Buff. Kann ich alle buffen hier? Müsst ihr 5 Minuten warten für diesen Buff? Warum schreibt er es unterwegs? Ja, dann ist er gut. So, wie sieht es jetzt aus bei den Jedis? Wir finden den Weg nicht. Ihr findet wir den sind gut. Jetzt Shuttle statt früh. Melly, wolltest du sie nicht abholen? Kann jemand mal die Jedi abholen? Ja, ich kenne mich da drüben nicht aus. Ich bin noch bei ihm schon längst. Ich dachte, die ganzen alle da. Ich bin noch bei ihm. Okay. Also es wäre gut, wenn jemand die mal kurz abholen könnte. Ja. Gurke, siehst du da hinten die Truhe? Nein, nicht Mucki, oder? Mach weg, Alter. Wenn jemand von der Gizkomment seht, dem folgen bitte. Da kommt jetzt Gurke, auch einer abholen. Was denn? Gurke? Brauchen wir es nicht zu probieren. Ist eine Kiste, den los? Anzugreifen. Ja, einfach durchgehen, Alter. Mensch, guck mal, warte, lass mich tanken. Guck mal, so geht das. Es war einfach ein Zweiter. Weißt du, was ich Nein, ich bin tot. Nein, bitte nicht. Ja, ich werd dich reanimieren, wenn ich Lust hätte. Unsere Jedi-Kollegen dann zumindest. Was ist denn los? Warum machen die so viel Damage? Ich sterbe! Oh doch, ich bin runtergefallen! Ach ja. Oh ja, dir fehlt noch der Stuhl, ne? Ja? Oh, das ist so durchsichtig, der Stuhl. Oh, ey, weißt du, ich konnte nicht ziehen, aber ich hab's vergessen. Oh Junge, Alter, mein Charakter ist. Insta losgerannt mit Speed, da konnte ich gar nichts machen, Alter. Ich konnte nicht erziehen. Oh, Junge, ich stehe jetzt vor der Jedi-Basis, also vor der republikanischen Basis im Hochzeitsgefängnis. Weiter kann ich nicht, ansonsten werden die Wachen mich töten. Alles, was republikanisch ist, irgendwie möglich zum Hochsicherheitsgefängnis begeben. Instagram. Oh, was lustig gerade, ey. Warte, hab ich immerhin den Gear bekommen? Kann ja. Kann jemand die Jedi abholen? Ist da jemand unterwegs? Ja. Juli steht vor der republikanischen Basis. Hochsicherheitsgefängnis, weiter kann ich jetzt nicht. Wir haben nur Aufzug der Gefängniszentrale, das ist aber, eine Auf. Sackgasse. Jetzt Sicherheitsdistrikt, wenn, müsst dem Looney folgen. Ja, das Problem ist, sie finden den Looney gar nicht erst. Ihr müsst zum Industriesektor. Jupp. Ich hoffe, sie sind auch auf der richtigen Ebene. Ihr nehmt erstmal das Taxi zum Industriesektor. Dann geht es vom Taxi aus, links hoch. So eine kleine Rampe. Da fliegt ihr dann irgendwo. Wow. What the fuck? Ich kann auch auf einen republikanischen Tank locken, dann kann ich euch abholen. Das ist nicht das Ding. Kann Magie.
Los, ich will nach oben. Ja, jetzt musst du warten. Oh. Voll nicht, voll nicht. Hab ich wenigstens den Loot gekriegt? Nee, den, ja. Rest, den hab ich bekommen. Ich hab den auch bekommen. Ach, ich hab noch einen Job, einen anderen Boss bekommen. Ich hab jetzt mal in der WhatsApp-Gruppe von unserer. Das ist Position. Sag mal, Darkless, holst du doch, musst du doch mal den Link, warte mal eben. Ja, ich kann noch mal den Link pushen zu unserem Kanal hier. Hierin. Kado. Ja. Willst du nach oben? Ja. Ja, was ist hier? Jetzt, geh mal an den Rand. Nee, nee, nicht an dem Rand. Ganz außen. Ganz hinten außen. Wo du runterspringen kann. Achso, so, Darkless, kannst du den Link mal öffentlich posten? Ich habe den jetzt nur dir geschickt, weil ich in den Kanal nicht reingeschreibt hat. Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Die Art WhatsApp-Gruppe? Das kann ich machen. Hier einmal den Link. So. Und ich mache es auch nochmal in die Operationsgruppe für alle rein. Schwupp. Ja, aber aus der OP-Gruppe kann man sich nicht rauskopieren, das ist doof, aber. Ja, aber nochmal gezeigt, falls jemand da. Aber dann klick einfach den Link im TS an. Habe ich schon. Mhm. Bei Level mit Mr. D im TS, da ist jetzt der Link. So, wie schaut's aus jetzt? Wer ist jetzt noch bei mir hier? Also ich sehe den... Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Er ist tot. Dann drehen wir mit sterben. Also macht die anderen der sind da irgendwie da oben. Nein, aber ich verborg mich. Oh, Darkless. Die greifen mal gerade in zweit eine republikanische Basis an. Mehr nicht. Schade, ich zerschmetter dich. Ich sehe das. Boom. Das habe ich auch schon auf Tatooine gemacht. Cool, das geht, ey. Irgendwie. Ja, natürlich geht das. Also ich wundere mich nur, dass ich hier von dem Streiter irgendwie kaum Schaden bekomme. Eigentlich gar nicht. Also springen. Ja, Gefährte auf viel stellen und drauf. Nein. So kannst du die Basen selber überrennen, außer die Planetenkommandanten. Die schaffst du alleine natürlich nicht. Das ist halt wenn die. Ja, doch, jetzt krieg ich einen Heilung. Tja. Also sind wir ja komplett falsch. Wir müssen in den Industriesektor. Ja, aber. Ja. Hieß es nicht Schattenstadt oder beziehungsweise. Ja, also Schattenstadt ist das auch, aber ich glaube, das ist nebenan. Das ist verwirrend, glaube ich. Netzzugriff hieß es erst. Netzzugriff ist es auch. Man kann, glaube ich, von beiden Seiten dahin. Pass auf, es gibt eine Heldenquest hier oben. Ich weiß auch, wie heißen die? Es kann nur noch ein bisschen dauern, Zuschauer, aber das ist kein Problem. Ich denke mal, das wird hier gleich gelöst werden, das Problem. Wir kriegen das hin. Wie lange stehen wir jetzt hier und warten? Halbe Stunde? Ja, wir warten schon zum Schluss. Also wir können uns hier mit den Roben erfreuen. Hier. Komm, wir stehen mit den Roben hier. Also wir stehen gerade mitten in einer republikanischen Basis. Ja, ihr kriegt sogar Eskorte von uns. Leute, helft denen einfach nicht. Ja. Was denn bald, los? Bald wie die Wachen in der Basis getötet haben. Was ist das gerade? Was willst du denn, ne? Mal, siehst du mich, wie geil ich aussehe? Ja, nee. Ihr seht ja gerade zwei Cis da angreifen oder nicht? Oder nicht. Jenny, gib mir mal einen Zwischenbericht. Was für einen Zwischenbericht? Ja, ob ihr schon die beiden seht, diese eure Basis da angreifen. Nee, noch nicht, aber wir sind jetzt mit dem Taxi zum Industriesektor einfach mal gefahren und gucken da jetzt rein. Kommen wir euch entgegen. Also
Also ihr kriegt Unterstützung, ihr kriegt Hilfe, wenn ihr, wenn da jemand steht mit GTC Syscommand, dem folgen. Folgen. Euer GTC Sif Nokia. Ja, wir sind die böse Seite von Sif. Ne? Ja, das Sif Nokia ist euer. Genau. Da! Ah! Ist ja fantastisch. Woher, da sind sie. Juhu! Hey! Ihr habt sie. Das war den Tod ziehen. Ja, für euch sind das Gegner, für mich sind das Freunde, mir tun die nicht. Einfach weiterfliegen. Einfach weiterfliegen. Ignorieren die Gegner. Oder was? Ja, genau. Guck, hier links, da, hier ran. Die spielen nur mit euch. Mit euch. Alter, ich kann von hier unten auf dich spucken, Alter. Ach, scheiße. Okay. Hochsicherheitsgefängnis, ja? Ja genau, jetzt müsst ihr zum Hochsicherheitsgefängnis, da komm ich jetzt nicht hin. Schlag dir ins Gesicht, guck mal. Pitzen. Boah. Oh Gott, was? Herr Butler. Wieder. Guck mal, ich jetzt bin in der Luft dann. Muss ein Stück zurück, sonst kann ich da oben nicht drauf stehen. Ich weiß, es ist aber so geplant. So geplant? Weißt so du was? Geplant. Jetzt schmuckst du wieder. Hm. Der macht die Muskelaktion hier. Oh, was kommt jetzt? Boah, geh weg. Und jetzt? Hochsicherheitsgefängnis, dann fahrt ihr raus, haltet euch erstmal rechts. Dann fahrt ihr durch so einen kleinen Tunnel. Also ich guck mal, dass ich euch schnell wieder einholen kann. Der Fahrstuhl wollte mich leider nicht in eure Basis reinlassen. Boah, Alter, hab ich einen langen Arm, Junge. Du hast das einen langen Arm? Mach du aus dem Kopf dein Ernst. Da sind sie. Was ist das Wort? Du rülpst mich an. Infotech-Platz. So. Warum bei mir in meiner Nähe und du rülpst mich an, du? Ah, oh, ich gönn mir erst mein herzhafte Mahlzeit vor den Augen. Jawohl. Warte. Oh, das geht. Was ist denn Flattern? Hallo. Oh, geht ab. Ja, nichts da. Komm her. Oh, springt da wieder runter, einfach so. Habt ihr es jetzt gefunden? Was hab ich denn noch für Infos? Netzsicherheitsdistrikt, Datensystem, Infrastruktur. Ja, so ist gut. Weiter. Ihr seid schon fast in der Nähe. Da oben seid ihr. Immer dem Luli folgen. Was war das? Was war das? Hast du das auch gehört? Das war ich. What the fuck? Warte, ich war nochmal. Wie war's denn? Das hab ich gerade geholt, das Verängstigen. Wo ist denn das? Keine Ahnung, hab ich gezogen. Warte, das ist geil, warte. Holst du dir die immer? Also welche, musst du ja irgendwas kaufen, oder nicht? Ja, ich hab 200 Euro insgesamt ausgegeben, da hab ich das irgendwo mal gezogen. Guck mal hier. Kaka! Das erinnert mich immer an Evolution, den Film. So, wie kommt das mal her? Nachher versuchen wir es jetzt einfach mal. Warte, ich muss kurz was machen. Hier. Erstmal das hier. So, jetzt sind wir im imperialen Video. Warte, hör zu. Warte. Was schreit die denn so? Oh. Als ob die sich verbrennt. Wow. Genau. So. Bereit für den Kampf, Druiden? Oh, Leute. Ja, okay, bereit. Warte, ich muss ihn kurz verängstigen. Dirk, kommt ihr zurück? Im Juni? Ja? Ey, so, wir müssen mal die Augen verbinden und dann machst du das immer und dann mal gucken, wer dich als erstes findet.
dumm, ey. Warte, kann ich ihn antreten? Oh, Schwester Ursula. Ja. Sie freut sich. So. Wie sieht's nun aus? Alle da? Gut, dann wollen wir es mal probieren. Los, Leute. Auf, sind auf. Was sind wir alle? Wir sind doch nicht da. Wie? Wer fehlt denn jetzt noch? Fehlen alle. Der Punk zum Beispiel. Oh, warte, ich kann den Greifvogel trinken. Aber, los, komm, komm. Wollen wir... Da hinten sind sie doch. Das ist da sind sie doch alle. Mensch, so. Jetzt alle okay, auf den Wellenboss. 3, 2, 1, go! Go! Okay, ich muss Luni wieder. Wo ist Luni da? Halt, Luni! Luni ist da, der steht vor mir. Er sieht. Ah, der schießt auf mich. Ja, genau, das ist doch nicht. Mensch, Luni ist eine Sie. Go! Ich bin übrigens auf dem Tatanfall. Er schießt an sich nur, oder? Ja, also. Du kommst mal zurück. Schon mal so aus. Also, das muss man sagen. Ja, er hält ihn aus. Das klärt sich nicht schwerter. Oh, ich kann im Kampf auch keine Emotions machen, oder? Ne, kann ich nicht, auch schon. Oh, also kein Kakao. Kein Kakao. Ich denke immer an den gleichen Film. Immer Evolution. Die schreien aber auch. Entwickelte Vieh. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da will er dieses Vieh in der Mall. Ich glaube, wir machen das. Die schreien aber auch, als wenn es nicht. Ich glaube, jetzt haben wir ihren Kampfschrei gefunden. Ja, so kämpft immer ein Kampf. Also Leute, immer vor dem Kampf mache ich das jetzt immer. Ich hab gerade gedacht, Alter, der ist jetzt nicht fixiert, oder? Das macht ja voll Schaden. Ja, wir haben schon auf 40% runter. Und weiter. Ich glaube, jetzt nicht mehr wie der letzte. Ach, Moni hielt noch mit, ne? Ja, Moni hielt. Oh, ey, wir warten 40 Minuten für so einen Boss. Der hätte mir echt so. Den hätten wir auch einzeln machen können, alle. Ey, deswegen hat der andere auch so lange überlebt, Alter. Ja. Das ist meine Lieblingsaktivität, so. Jawohl! Ja, nehme ich alles. Wenn ich alles, gib mir alles. Ich hab's Kampf verdient. Ich hab den Kriegsschrei entwickelt. Ja, super! Schön, dass. So, dann kommen alle her. Schön, dass ihr hier mit dabei wart heute bei Level mit Mr. D. Jetzt am Sonntag geht's wieder. Los mit Level mit Mr. D um 20.30 Uhr. Gibt's die nächste Sendung. Wieder hier auf dem Kanal auf Hitbox. Genau, auf www.hitbox.tv/spielweder79. Um 20.30 Uhr machen wir wieder Helden 2 Mission und allen möglichen Kram. Ja. Und am Montag ist wieder unser SWTOR News-Ticker da. Da könnt ihr dann auch mit einschalten. 19 Uhr am Montag können wir uns auch hier wieder sehen. Bis dahin sein. Möge die Macht mit euch sein. Gute Nacht. Bis dann. Ciao.